Ich bin Walter Andreas Müller. Ich bin Schauspieler, früher Radiomoderator, Comedian, Imitator und Lebemensch. Meine Arbeit zu erklären, das ist ganz leicht. Alle Kinder zwischen 2 bis 13, 14 Jahre, die spielen. Sie spielen gerne und genau das mache ich auch. Ich spiele jeden Tag. Wenn ihr mit eurer Freundin oder mit eurem Freund spielt, dann ist es genau dasselbe. Der Unterschied dazu ist, ich bekomme manchmal dafür Geld. Ich verdiene etwas dabei und das ist der Unterschied. Aber die Arbeit ist eigentlich ein Vergnügen, genauso wie bei euch jeden Tag. In 10 Sekunden Neutralität, Demokratie und Sicherheit. Heute an die Schweiz zu glauben, das heißt, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dass man sich mit unserem Land identifiziert, dass man beachtet und daran glaubt, was für viele Möglichkeiten wir haben, was unser Land alles an Ideen, an Dingen zustande bringt. Und diese Dinge zu vertreten, das heißt für mich auch, an diese Dinge wirklich zu glauben. Ich glaube, die Schweiz hat einen sehr, sehr wichtigen Platz in der internationalen Kulturszene. Wenn man sich überlegt, was es alles an Wissenschaftlern, an Künstlern, an Malern, an Bildhauern gibt in unserem Land, dann ist die Frage eigentlich bereits beantwortet und erledigt, weil im Grunde genommen sind die internationalen Beziehungen, die wir kulturell pflegen, sind von so großer und wichtiger Bedeutung und werden vor allen Dingen im Ausland auch wahrgenommen und geschätzt, dass man eigentlich wirklich darauf stolz sein kann, was die Schweiz und die schweizerische Kulturszene international bis zum heutigen Tag hervorgebracht hat und wahrscheinlich auch in Zukunft noch hervorbringen wird. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich denke, am nächsten kommt wahrscheinlich unserem Land durch die monetäre Situation, durch die wirtschaftliche Situation, würde ich vorschlagen, Goldfinger von James Bond, 1964. Die Geschichte des Goldschmuckels und unser Land ist ja mit Geld und Gold sehr stark verbunden, also scheint mir das die ideale Antwort zu sein auf diese Frage. Le mot oui, c'est pour moi absolument ravissant, absolument fantastique, parce que oui, ça ouvre toutes les portes, ça ouvre le cœur, ça ouvre toutes les chances. Si on dit oui, c'est quelque chose de très positif pour moi. Je voulais savoir comment tu as résolu la question quand tu te poses une nouvelle création maintenant, justement dans ce période dans lequel des gens que peut-être ont besoin de sourire, de rire, mais il y en a aussi beaucoup qui sont préoccupés, qui sont trouvés peut-être aussi très blessés par cette situation. Toi, comment tu as résolu? Tu as pensé de t'occuper de certains, pas des autres, ou tu as cherché de trouver une forme pour que les deux, pendant le même spectacle, puissent se retrouver? Ja, Daniele, du machst es mir nicht einfach. Es ist eine sehr schwierige Frage, eine komplexe Frage, Humor und Traurigkeit zusammenzubringen. Aber ich habe im Moment das Glück, ich spiele eine Komödie, die diese beiden Elemente sehr, sehr gut miteinander verbindet. Und es gibt mir die Möglichkeit, die traurigen, sage ich jetzt, die depressiven, die traurigen Menschen, die unter der Situation leiden, zum Humor zu führen und auf der anderen Seite aber auch den Humor
geladenen, sage ich jetzt mal, humorgeladenen Menschen bewusst zu machen, dass es auch die traurige Seite gibt. Und mit einer Komödie, die einen guten Inhalt hat und eine gute Basis hat, lässt sich das hervorragend bewerkstelligen. Und ich glaube, es gelingt mir auch ganz gut. Nous deux, nous travaillons dans l'art. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi, l'art, simplement?